Hallo zusammen, wir sind die Lehrlinge aus dem ersten Lehrjahr in der Firma Oppo Oeschger und wollen euch einen kleinen Einblick in unseren Alltag geben. Wir zeigen euch jetzt mal, was in unseren Abteilungen so gemacht wird. Wenn wir am Morgen den LKW abgeladen haben, wird nach einer Grobkontrolle die Ware sortiert und danach fürs Buchen vorbereitet. Wir nehmen hier jetzt einen Artikel, der für unser automatisches Palettenlager gebucht wird. Jeder Artikel, den wir bei uns buchen, sollte gut kontrolliert werden, ob wir einen Schaden erkennt. Wir wollen ja keine beschädigten Artikel unseren Kunden weiterschicken. Es gibt natürlich auch Kunden, die kleinere Artikel bei uns bestellen, die zu klein für ein Palett sind. Dann werden die Teile aus unserem Kleinteilenlager zusammengestellt. Die bestellte Menge wird dann von einem unserer Lagerbehälter rausgenommen und entweder direkt in einen Karton oder in einen weiteren Auftragsbehälter hineingelegt. Die Bestellungen, die direkt in einen Karton hineingelegt werden, bekommen automatisch den Deckel draufgeklebt und werden mit einem Versandetikett versehen. Wenn die Bestellung etwas aus unserem Kleinteilenlager und unserem Grossteilenlager beinhaltet, schicken wir die gefragten Artikel in unseren Auftragsbehälter in die manuelle Verpackung schicken. Jetzt geben wir euch noch einen Einblick in unser Palettenlager und die manuelle Verpackung. Wenn wir in der Verpackung arbeiten, rollen die Behälter mit den Artikeln drinnen sortiert zum Arbeitsplatz. Wir wählen zuerst den passenden Karton aus, legen die Artikel rein und stopfen den leeren Platz noch mit Stopfmaterial aus. Legen den Lieferschein rein und kleben den Karton anschliessend zu. Zum Palettenlager und der Verpackung gehört das Sortieren für die Post. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und hoffen, wir haben euer Interesse wecken können. Wenn ihr mehr wissen wollt, schaut doch auf die Justi-Seite oder direkt auf oppo.ch.